Servus Leute, nicht Spaß. Ayo, was ist denn von der Eigenschaft? Ich herzlich willkommen zur 10. und ja, wie ist auch so noch letzten Folge von Life is Strange. Wir sind im zweiten Part von der Episode 5 und befinden uns hier aktuell im Klassenzimmer von ja, Mark Jefferson, der sich als ein unglaublich ekelhafter und skrupelloser Psychopath in der letzten Folge dargestellt hat. Und wir müssen jetzt erstmal dafür sorgen, dass wir die Vergangenheit beziehungsweise das, was wir verändert haben, wieder hinbiegen. I see you, Max Caulfield. Don't Oha. Think about leaving here until we talk about your entry. Oh mein Gott, was will der Hornsohn? I just wanted to know if you'd like to spend the rest of your life in my dark room. Your purity inspires me so much and we could be so happy together. Ich spucke dein Gesicht, du Hurensohn. Ich liebe sie, Mr. Jefferson. Danke für das Töten, Clovis. Mein Selfies, Vanessa. Was passiert, wenn wir das drücken? I've been dreaming of the day when you would finally tell me. I love you, Mr. Jefferson. Mark. We need to play catch up on all the time we've wasted. Bah. Especially since there's nobody left in your life. I love you too, Max. This can't be real. I don't believe it. Aber interessant zu sehen. Das ist, keine Ahnung. What the fuck? Ach, das kenne ich auch. Das war auf der Kasse im Zombie-Map. Auch mit drin. Da rechts waren dann diese ganzen Dinger, wo wir den Pack-Up-Hatch aktivieren konnten. Oh mein Gott. Was zum Fick? Okay, das ist ein bisschen, Hey, Kate. Max. How could you let me jump off a roof? You were the only person I trusted here. But you never really listened to me. Now I'm never going to heaven. Instead, you've stuck me in hell. Alone forever. No! Kate, I was only trying to save you. Sie ist in der Hölle, Digga, wie ich es gesagt habe. Wie ich es gesagt habe, sie ist in der Hölle. Und bewegen uns im ekelhaftesten Wurmloch aller Zeiten, Digga. Erinnert mich ein bisschen an, wie heißt das, wie heißt das Spiel? PT 218. Diese eine Stelle, wo Dings war. Voila. Diese. Aber das doch, Digga, ganz PT war so, Digga, mit diesen scheiß Türen. Jetzt sind wir wieder angezogen wie Rachel. Scheiße, Digga. Scheiße, scheiße, scheiße. Ist es egal, welche Tür wir öffnen, oder müssen wir bestimmte Türen öffnen? Victoria. Okay. 224. Rachels Tür. Was? Warum sind wir jetzt Victoria? Gottes Willen. Victoria Chase 200 Dings. Oh Gott, warum sind wir jetzt die Fotze? Das hier. Das muss Victorias Raum sein. Sind wir wieder ganz normal, Max? Jetzt gehen wir hier vorne und dann jetzt hier irgendwo rechts. Hier rein. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Jetzt sind wir. Jetzt sind wir. Oh mein Gott. Digga, wir haben die komplette Realität in den Arsch gefegt. Das geht doch nicht. Oh mein Digga, es ist so creepy. Oh mein Gott.
Ach du Scheiße, Digga. Jesus Christ. Wie sieht's mit der Mucke aus? Die spielt sich auch rückwärts? Wir wiederholen jetzt alles, was sie gemacht haben. Oh mein Gott, Digga. Das ist jetzt der Teil der ersten Episode. Aber alles um, boah, das... Rachel! Das ist so creepy, das zu hören. Digga, das ist... Digga, das ist das schlimm, boah. Digga, das ist schlimm. Oh, so sind wir jetzt gelandet. Don't try to hide, Max. Get over here. Das ist die komplett falsche Realität, Digga. Das erinnert mich ein bisschen an eine Stelle von Batman Arkham Asylum. Komm, ein bisschen schneller, die ist das ein bisschen Splinter Cell-mäßig. Ach, ficken. Max, you used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Schnell, 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 bevor der kommt. Ich bin einer der schlechtesten Stealth-Spieler, sag ich dir. Ich kann Stealth-Games gar nicht. Please understand, Max. Aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, aber ich kann Stealth-Spiele überhaupt nicht. Wenn es um Schleichen geht, bin ich der schlechteste Spieler. Was macht er? What happened? Your spark, Max. I thought I could. Max. Ach man. To your spark, Max. Hey, Max. Ach fick dich. Max. Fick dich. Max. Ach deine fette Mutter ist hässlich wie scheiße du Hurensohn. Show me the love and the hate. Don't try to hide, Max. Get over here. Let me capture you. So, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Max, you used to be so pure, so innocent. Now, you have to die. Good evening, Blackwell. This is Principal Well. And I'm here to drop the mic on Max Caulfield. Wait, Max. Ah, fick dich doch. Willst du dich vielleicht noch ein bisschen langsamer bewegen, Max? Warte. Scheiße, Mann. Aber coole Anlagen auf jeden Fall, obwohl ich, wie gesagt, ich hasse Slough Passagen. Max, where are you? Max, come out to play. Come out Warren. To play. Hey, babe, babe. Who wants to go ape? Go ape, go ape, ape, ape! I knew I should have given that scholarship to Victoria instead of Max. Scheiße, dude. Samuel wants to make sure you dig my wheels, Max? What kind of sick mind would steal money from the handicap? Come over here. Nobody will miss Max. Komm, schnell, schnell. Schnell hier rüber. Komm, er guckt, er sieht nicht, er guckt nicht. Scheißegal, einfach rüber. Komm rüber. Och nee. Fick dich. Einfach durch. Mal klatsch dich, du Hurensohn. Ah, wir können Flaschen werfen. Okay, na gut, scheiß drauf. Gott sei Dank, wir haben es geschafft, Digga. Wie gesagt, Stealth, was Stealth-Spiel angeht, gut, Manhunt war eine Ausnahme.
dass wir das irgendwie durchgespielt bekommen haben, aber das ist halt wirklich nie was für mich gewesen. Scheiße, Digga. Ich schleppe ihn jetzt. Oh, kein guter Zeitpunkt, Digga. Gar kein guter Zeitpunkt. Ich mach kurz den Flugmodus rein. Don't you dare question the chef. Scheiße, Digga. Like you're the real cook here? I am. When your mom's away. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Hello. Hey, honey. Just making a fabulous breakfast with Chloe and Max. We're all going to work at the Two Winds. What? Oh, I didn't know you had to get groceries. Of course I'll come pick you up. Scheiße, Digga, was soll das jetzt? Was ist das? Der Leuchtturm, aber ich... Das ist irgendwie, keine Ahnung, Digga. Creepy as hell. Oh no. Shit, where are those keys? Another dollar for the swear jar! You're bankrupting me! You can't hide from me forever. No, das ist aber eine andere Vergangenheit, glaube ich. Digga, wir haben so viele Zeit. Max, hey Max, grüßt du Chloe und Joyce von mir? Vergiss nicht zu erwähnen, dass du mich hast sterben lassen, oh mein Gott. Dad. Scheiße, Digga, Creep, what the fuck, man. How long will this nightmare go on? Sind wir, ach, wir sind schon wieder da. I think you Gott. For my new photo series on retro. Als ob! You have the same qualities that I loved in Rachel Amber, but not Max. Du dreckiger Wichser. Voila! Was du sagen, Lan, sag nicht so! Mashallah, Digga, ich hab dich als Erich-Schwester gesehen. I'm so over her hipster bullshit. I think everyone in London is over Max. Let's prove it. Holy shit, Warren. Max is trying to play us both. Haben die gefickt? Not when she's trying to hook up with both of us. I only want to go ape with you, Chloe. Come here. You. Damn, you are a sexy bitch. Why hang out with Max, huh? Boredom. Plus, she's like my personal puppet. I hear that. Do you want a party? I got a drugstore in my room. Oh shit. Look at Max spying on us. Take a fucking picture, bitch. Or take a selfie. See, this is how you bust a move, Max. No mosh pit for you, shot. Oh mein Gott, Digga, das der läuft was ganz. You're a real woman. Digga, ich kotz gleich bar. Aber geile Ideen, die sich ausgedacht haben. Geile Ideen, Digga. Oh Gott, die Kids. Why did you get rewind powers? You don't even know how to use them. Rachel's dead and you're still alive. Life is so not fair. I wish you would have never come back to Arcadia Bay. You're the real storm. Oh mein Gott, Digga. Wo sind wir denn jetzt? Scheiße, Mann. I'll be so grateful if this is the last digicode. Hoffen wir auch, Digga. Woher soll ich jetzt herausfinden, wie der Code ist, Mann? Vielleicht, wenn wir das Licht ausmachen? Ach so.
Oh mein Gott, die Zahlen, Digga. Great. Numbers are all over the place. How will I find the right code? Eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Kann ich das Licht ausmachen? Probieren wir mal 2, 5, 3, 6. Alter, willst du mich ficken? Ist das nochmal mit Zahlen? Wie wär's mit 6, 3, 2, 5? Wer ist mit 2, 6, 5, 3? Ich weiß nicht. Wallah, keine Ahnung, Digga. Soll ich das wissen, Diggi? Das ist halt ein bisschen... Ich weiß nie. Bisschen komisch. Warte, mach ich's mir mal einfach. Ach. Ja, geht doch. So einfach kann man sich's machen. Aber wir sind wahrscheinlich. Ich weiß, wo wir sind. Genau. Don't kill us, Max. Oh mein Gott, wisst ihr hier alles? Dana, Juliet. Kenn ich nicht jeder Mensch gefühlt, Digga. Warren. And now you're gonna take me. It's okay if I'm gone. Family. I've paid my dues. Why would you do that? Pay yours. I know I haven't been the best principal to you. Alter. You've been a great everyday hero for us. Please save us. My husband and new baby. Don't let the squirrels die. I wish we had been friends, Max. But who are you? Holy shit, are you cereal? I'm you, dumbass. Or I'm one of many Maxes you've left behind. Scheiße. Oh, so you want help? Thought you could control everybody and everything, huh? Twist time around your fingers? War nicht meine Entscheidung. It wasn't my choice. I didn't ask to rewind time. No, but you were happy to use it to get people to like you. As if you cared about them. Mir liegt etwas an ihnen. I do care. That's why I was trying to make friends. By telling people what they want to hear? You were just looking for a shortcut because you can't make friends on your own. That's not true. I have great friends. And I've used my powers for good. Please, stop playing innocent. You're a goddamn hypocrite. You've left a trail of death and suffering behind you. That was not my fault, you son of a bitch. Don't you dare talk about our mom that way. What about the crap that was your fault? Wait, let me guess. You fucked up time and space for your precious punk Chloe? You think she's worth all that? Meine beste Freundin. Ja, voilà. Of course. She's my best friend. Oh yeah, you ignored your best friend for 5 years while she went through hell. Some friend. Chloe does a better job of guilt-tripping me than you do. Because you let her bully you. It's called Stockholm Syndrome. But you didn't do that homework, so you have to learn the hard way. Like Rachel. Just shut up. You're not scaring me anymore. I'd be more worried about Chloe killing us than Jefferson. Max, do you really think she's our friend? That she respects us in any way? Wir reden einfach mit uns selber, Digga. What the fuck? I'm embarrassed to have the same name. And someday Chloe will destroy. Uh-oh. Oh hell, speak of the devil. Dude, do not even fuck with her head. She knows what we went through together this week, and you don't. There's no way you can break up our team. This is reality. After 5 years, you're still Max Caulfield. Ach so, ich weiß nicht, ich stelle das jetzt. I am seriously glad to see you. Seitdem wir sozusagen Stück für Stück alles nochmal. Fasten your seatbelt. Scheiße, Digga. I,
birthday last month. This was my real father's camera. Hab ich mich verdrückt? Thank you. This camera is so sweet. No, this song fucking rules. Can't dance, hippie, come on. Rock out, girl. Gottes Willen, Digga. No, turn it off, turn it off. This song fucking rules. Can't dance, hippie, come on. Scheiße. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... Gott, das fühlt sich gerade so... Digga, es ist... Ich hab gerade so anderes Gefühl, Digga. Gefühl ist anders, Junge. Scheiße, Digga. Snowflakes? Or a storm is coming? Max, start from the beginning. Tell me everything. Let's talk about your superpower. Epic! I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Scheiße, Digga. My home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also super-sized. I don't... Ja, mir fehlen die Worte. Ich sage einfach gar nichts. Max, here. Let me help you find a place to chill. You freaked me out there. Do you feel any better now? You Scheiße, Mann. Crazy. Since you're the mysterious superhero... I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. I'm so glad you're my partner in crime. As long as you're my partner in time. I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Welcome to my domain. You are magic. I have no clue how the hell you got in there, but you did it. Max, you better come check out these files. Oh, God. Not a drawing. Look. Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. It's the powers of best friendship. I know how you roll. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. Gottes Willen, Mann, das ist oh, meine ganze Haut, Digga. Thanks, girlfriend. Das haben die so creepy gemacht. Scheiße, Digga. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide! Hide! You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. Photobomb! Photo hog. It feels like a different world from yesterday. Boah, Digga, das ist so unglaublich. Boah, ich weiß nicht, Digga. I double dare you. Kiss me up. Damn. Lass mal ein bisschen cooler, Digga. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance. Unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Jesus Christ. Cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast to Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react.
And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years, my mother gloms on a stepfucker, now Rachel betrays me. Was ist hier? Ah, es sind noch Kinder waren. Dude, I am so lucky that my father is cool. Max, you are being so fucking. Wir sind gleich dort. Wir sind gleich dort. Awesome. We are awesome. It's weird hanging out with you again. I know. Wir leben alles von vorne, sozusagen. Die kompletten Episoden. I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. Weiter geht's. Wow, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay. Ach, ihr heilige Mutter Gottes. Listen, Max. My respiratory system is failing, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Na gut. You're back. I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Kate wasn't the first. Uh-oh. Ja, ja, die Ordner. Alles Mögliche. Rachel. This can't be real. These are all post shots, right? Right? Schön wäre es gewesen, wenn das gestellt wäre. Max, we have to find that spot now. Then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please, let's go. Oh, halleluja. Digga, RIP, Alter. Boah, ich bin grad irgendwie... Ich bin grad da, aber irgendwie auch nicht da. Ich bin so weg vom Fenster grad. Ich lasse die Emotionen einfach gerade zu. Das ist das jetzige. Die letzte Etappe. Ach du Scheiße. Max, can you hear me? Wir sind da. Wir sind da. I must have passed out. Oh, thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. Das war ein anderer Albtraum, Digga. Der war anders. Da ist ja der Tornado, der das zerficken wird.
I caused this. I caused all of this. Das stimmt. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all of that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me, which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Ich weiß, was jetzt kommt. Max. This is the only way. I feel like I took the shot 1,000 years ago. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my stepfather deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. Look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once, I think I should accept my fate. Our fate, Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Chloe, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. So, also. Kurze Referatsstunde. Viele wird jetzt diese Entscheidung, die ich jetzt treffen werde, nicht gefallen, das weiß ich, aber ich werde mich trotzdem dazu entscheiden, Arcadia Bay zu opfern. Aus mehreren Gründen. Grund Nummer 1. Von allem ist das Leben so oder so gefickt. Wenn Chloe sterben sollte, dann gibt es in der Familie von Chloe, das heißt für Joyce und für David, keine Gefühle mehr. Nur Kälte, keine Liebe. Das bedeutet, die wären sozusagen in der lebenden Hölle. Gut, der restliche Arcadia Bay Teil hat es verdient zu leben. Aber da wir jetzt diejenige sind, der es in der Hand hat, wer stirbt und wer lebt. Und gut, das klingt jetzt zwar egoistisch, aber in solchen Sachen muss man halt entscheiden. Und wie man so schön sagt, wer die Wahl hat, die Qual. Da es mir persönlich scheißegal ist, was mit den anderen ist, und mir Chloe, also jetzt in der Sicht von Max, das Wichtigste auf der Welt ist, werde ich sie nicht opfern, sondern werde mit ihr ein neues Leben beginnen und werde Arcadia Bay, so schön diese Stadt doch mag, aber auch verschissen, werden wir diese Stadt mit ihr verlassen. Deshalb werde ich Arcadia Bay opfern statt Chloe. Max, it's time.
Not anymore. Max, I'll always be with you. Forever. Das war ja auch der Sinn der Sache, meine Liebe. Das will ich hoffen. Puh, auf diese Stadt, Digga. Drecksstadt. Auslöschen, neu aufbauen, Junge. Ist zwar belastend, aber, ne, du weißt, also meine Sicht, jeder andere würde jetzt anders entscheiden, aber so würde ich persönlich entscheiden, sag ich dir, wie es ist, weil wenn ich schon die Wahl habe, dann nehme ich sie auch so. Es ist ja Pro und Contra, wie man sehen will, aber ist halt meine Denkweise. Ich habe es jetzt auch nicht im Detail erklärt, aber ich habe so meine Gründe, warum ich das jetzt so und so nehmen würde. Einfach, also ich persönlich. So, da soll jeder so entscheiden, wer es für richtig hält. Aber ich persönlich würde eher die ganze Welt anstatt meine persönliche Mutter opfern. Weil meine Mutter für mich das Wichtigste auf diesem Planeten ist. Zum Beispiel. So, also mir, scheiß auf die Welt, meine Mama ist mir das Wichtigste. Dementsprechend. So sind wir Jugos. So, das ist halt, so sind wir Balkaner. Aber da soll, wie gesagt, jeder selbst schon. Raus aus dieser Wichsstadt. Raus hier, Junge, einfach weg. Einfach weg. O tri pis de materina, Alter. Einfach weg. Ab geht der Junge. Raus aus dieser Penisstadt. Puh, Digga. Rexstadt. Ja gut, das war's mit dem Let's Play zu Life is Strange. Wie gesagt, da muss jeder so entscheiden, wie er persönlich entscheiden möchte. Wenn ich aber in dieser Situation wäre und ich mich entscheiden müsste, was für mich das Richtige ist, ob jetzt meine Geliebte Mutter, Schwester, Freundin, was weiß ich, oder viele andere Menschen. Natürlich ist mir auch wichtig, dass andere Menschen auch verdient haben zu leben, dass sie eine Chance bekommen zu leben, aber der Preis für das, was ich geben muss, wäre mir in dem Falle zu hoch. Weil im Endeffekt musst du immer so gucken, du musst halt für dich selber gucken, so, du bist die Priorität Nummer 1. Ich will jetzt nicht egoistisch klingen, ist halt einfach meine persönliche Meinung. Muss nicht jeder unterschreiben, aber stellt euch mal in der Situation vor, ihr müsst entscheiden, wen opfert ihr. Eine bedeutungslose Stadt in euren Augen? Oder eure eigene Mutter? Digga, ich würde ohne zu zögern die Stadt opfern. Ohne zu zögern. Jeder, der jetzt hier offen ist, würde genau das gleiche tun. Aber wie gesagt, jedem das Seine. Ich kann verstehen, warum man sie
geopfert hätte. Ich kann aber auch genauso verstehen, warum man es nicht tun würde. Also ich persönlich... Hoppu! Scheiß auf die Stadt. So, die Leute, die jetzt sterben, weil der Tod ist nicht das Ende. Diejenigen, die gute Menschen waren, die kommen in einen Ort, der viel besser ist als diese Stadt. Und die Menschen, die böse waren, kommen an einen Ort, der viel schlimmer ist als diese Stadt. Also, wie gesagt, man kann es sehen, wie man will, aber da ich ein sehr gläubiger Mensch bin, ist das meine Theorie. Gut. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Ich werde jetzt ein bisschen mit dem Remix quatschen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns im nächsten Projekt. Wenn es wieder heißt, Let's Play mit euren Marketers. Bis denne, checkt die Meets und fickt die Juden. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Haut rein!